Willkommen zurück zur relativistischen Quantenfeldtheorie. Und hier möchte ich noch mal kurz wiederholen, was wir in der letzten Stunde und in den letzten beiden Stunden eigentlich gemacht haben. Und zwar hatten wir uns gefragt, was passiert, wenn wir Quantenmechanik und Relativitätstheorie kombinieren. Und wir hatten dabei eine Sichtweise, und zwar die Sichtweise, dass wir mit einer Quantentheorie starten. Die Quantentheorie sollte von vornherein Teilchen enthalten und die Teilchen konnten wir mit einem Fograum beschreiben. Das heißt, dieser Teilchenraum enthielt das Vakuum, Einteilchenzustände, Mehrteilchenzustände und so weiter. Es waren Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren definiert, es war der Impulsoperator und der Hamilton-Operator, alles definiert. Und so gesehen war eine Quantentheorie vorhanden. Die Frage war dann, wie schaffen wir es auf dieser Quantentheorie für Teilchen, kausale Wechselwirkungen zu beschreiben. Kausale Wechselwirkungen, Kausalität ist zwingend notwendig für eine relativistische Theorie und die Kausalität drückt sich zum Beispiel dadurch aus, dass Wechselwirkungen an raumartig getrennten Punkten miteinander kommutieren müssen, also unabhängig voneinander sind. Das heißt, diese Kausalitätsbedingung war die entscheidende Gleichung, die in einer relativistischen Quantentheorie erfüllt sein muss. Die Frage war, wie konnten wir die erfüllen? Und die Antwort ist hier gegeben. Nach einiger Rechnung kamen wir dann drauf, dass wir diese Kausalitätsbedingung dadurch erfüllen können, dass wir die Wechselwirkung, die Wechselwirkungs-Lagrange-Dichte oder Wechselwirkungs-Hamiltonien mit gewissen Werkzeugen oder gewissen Bausteinen formulieren können. Und der minimale Baustein, den wir gefunden haben, war so ein kausales Quantenfeld. Und dieses kausale Quantenfeld steht hier nochmal da. Das hat eine bestimmte charakteristische Anatomie, nämlich es ist eine Linearkombination von Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren, wobei beide Terme mit demselben Koeffizient auftreten müssen. Und diese selben Koeffizienten waren eben notwendig, dass in Kommutatoren dann gewisse Auslöschungen passiert sind. Zwei Terme traten auf, die sich gegenseitig weggehoben haben. Und damit die sich wegheben können, müssen die Koeffizienten eben gleich sein. Dann, nachdem wir diesen Baustein gefunden haben, können wir jetzt beliebige Wechselwirkungen aufschreiben, indem wir solche kausalen Quantenfelder in x-beliebiger Weise kombinieren. Und dabei entsteht eben eine physikalisch nicht triviale Vorhersage, nämlich diejenige, dass solche Theorien, die solche kausalen Wechselwirkungen haben, automatisch teilchenzahländernde Prozesse zulassen müssen. Denn wenn Sie eine beliebige Kombination von diesen Feldoperatoren auf einen Zustand anwenden, bekommen Sie automatisch eine Linearkombination von Zuständen mit unterschiedlicher Teilchenzahl und damit sind teilchenzahländernde Prozesse auf jeden Fall möglich. Das ist also ein Charakteristikum von relativistischen Quantentheorien und das Feld taucht hier auf als Werkzeug, um Kausalität zu beschreiben. Der Startpunkt waren Elementarteilchen, die bereits quantenmechanisch formuliert waren. Wenn Sie nicht relativistische Theorien betrachten, dann können Sie ähnliche Überlegungen durchgehen. Und was fehlt, ist diese Kausalitätsbedingung. Und dann brauchen Sie nicht so eine Linearkombination von Erzeugern und Vernichtern zu bilden, sondern Sie können allein mit Erzeugern oder allein mit Vernichtern arbeiten und dann Wechselwirkungen hinschreiben, die die Teilchenzahl nicht ändern. Und diese Möglichkeit fällt in relativistischen Theorien eben weg. Also haben wir etwas sehr Wichtiges und nicht Triviales gelernt über die Kombination von Quantentheorie und Relativitätstheorie. Und heute wollen wir das nochmal vertiefen. Wir werden im Prinzip die gleiche Physik und die gleichen Argumente nochmal durchgehen, allerdings beleuchtet aus einer ganz anderen Richtung, nämlich anstatt von Teilchen zu Feldern zu gehen, gehen wir von Feldern zu Teilchen. Das heißt, wir machen jetzt Kapitel 1.4 der Vorlesung von Feldern zu Teilchen. Dadurch werden wir diese Erkenntnisse nochmal vertiefen, neue Aspekte herausschälen und auch nochmal neue Methoden kennenlernen, die für die Quantenfeldtheorie dann sehr wichtig sind. Das heißt, unser Startpunkt ist jetzt der, dass wir mit Feldern starten.
Das heißt, die Felder sind jetzt kein Werkzeug, sondern die Felder sind Selbstzweck. Wir sagen also, klassische Feldtheorien sind wunderbare Theorien, relativistische, gut motivierte Theorien. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, was passiert, wenn wir diese Theorien der Quantisierungsprozedur unterwerfen? Welche Quantentheorie entsteht da? Was passiert also bei Quantisierung? So, und da starten wir jetzt erstmal mit einem allgemeinen Überblick über klassische Feldtheorien, um da noch einige wichtige Konzepte zu wiederholen. Und danach kümmern wir uns um die Quantisierung. So, das heißt, wir starten mit einem klassischen kanonischen System. Ein klassisches kanonisches System ist immer definiert durch die Angabe der kanonischen Variablen. Und bei einer Feldtheorie sind die Variablen Felder, allgemein bezeichnet als Phi I. Und diese Felder sind erstmal abhängig vom Ort X und dann von der Zeit T. Und der kanonische Formalismus unterscheidet eben zwischen Ort und Zeit. Die Zeit ist die Größe, deren Zeitentwicklung wir studieren wollen über die Dynamik. Und die Ortskoordinate hier ist so eine Art verallgemeinerter Index, der die verschiedenen kanonischen Variablen indiziert. Das heißt, wir haben hier unendlich viele kanonischen Variablen indiziert durch x und i. Dann ist das kanonische System definiert durch die Angabe der Lagrange-Funktion und der Wirkung. In der Feldtheorie nimmt man meistens eine Lagrange-Dichte an den Anfang, geschwungen L, und dieses L hängt ab von den Feldstärken, Phi I, und auch von allen Ableitungen nach Raum und Zeit aller dieser Feldstärken, also d rho Phi I. Wenn Sie die Lagrange-Dichte gegeben haben, können Sie die gewöhnliche Lagrange-Funktion groß L definieren als dreidimensionales Integral über die Lagrange-Dichte. Das werden wir aber weiter nicht brauchen. Und auch wesentlicher ist dann die Wirkung, die können Sie bekommen als vierdimensionales Integral über die Lagrange-Dichte. Integral d4x über die Lagrange-Dichte. Und das definiert dann das System. Dann wenden wir das Prinzip der kleinsten Wirkung an. Das Prinzip der kleinsten Wirkung sagt uns also, dass die wahren Feldkonfigurationen, die in der Natur realisiert sein können, diejenigen sind, die die Wirkung minimieren oder mindestens stationär machen. Und wenn wir dieses Prinzip der kleinsten Wirkung anwenden, dann bekommen wir die Euler-Lagrange-Gleichungen und die lauten ganz allgemein d rho angewendet auf dl nach d d rho phi i ist gleich dl nach d phi i. Das haben wir in klassischer Feldtheorie-Vorlesung hergeleitet und ist analog zur gewöhnlichen Lagrange-Gleichung in der Mechanik. Das sind also die Bewegungsgleichungen, die die Dynamik des Systems definieren. Dann können wir aber noch weiteren Formalismus betreiben. Wir können kanonisch konjugierte Impulse einführen. Das sind hier auch Felder. Die nennen wir Pi, Pi i von x und t.
die sind definiert als die Ableitung der Lagrange-Dichte nach der Zeitableitung der entsprechenden Felder, also Ableitung nach den 0 Phi i. Also hier wird explizit nach der Zeitableitung von Phi i abgeleitet am Punkt x und t. Wenn wir die kanonisch konjugierten Impulse definiert haben, können wir die übliche Legendre-Transformation machen zwischen Lagrange- und Hamilton-Formalismus. Und wir können dann eine Hamilton-Dichte und Hamilton-Funktion bekommen. Und zwar ist die Hamilton-Dichte, die würde ich als geschwungen H bezeichnen. Eine Funktion von den kanonisch konjugierten Impulsen und Feldern, Pi und Phi i, und ist über die Legendre-Transformation definiert, Pi mal Phi i Punkt minus die Lagrange-Dichte. Eine ganz normale Legendre-Transformation, nur für die Dichten, und die Hamilton Funktion ist dann das dreidimensionale Integral über die Hamilton-Dichte, so ein Funktional von den Impulsen und Feldern, und ist eben das d3x-Integral über das Gleiche, was oben drüber steht, also über die Hamilton-Dichte h von Pi und Phi. Ja, das sind die Grundgrößen des kanonischen Formalismus. Warum betreibt man jetzt den kanonischen Formalismus? Der hat einen ganz entscheidenden großen Vorteil, der für uns in der Quantenfeldtheorie und dann auch insbesondere in der Elementarteilchenphysik extrem wichtig ist, nämlich der kanonische Formalismus betont Symmetrien und erlaubt das, Symmetrien von Theorien extrem effizient zu beschreiben und sich sehr leicht klar zu machen, welche Symmetrien in der Theorie überhaupt vorliegen. Denn die Wirkung, die zentrale Größe, ist eben eine Invariante unter allen Symmetrien der Theorie. Und daraus folgt, dass sich im Lagrange-Formalismus sehr leicht dieses berühmte Noether-Theorem herleiten kann, also die Relation zwischen Symmetrien einerseits und erhaltenen Größen andererseits. Und Noether-Theorem. Und so will ich hier jetzt gerade nochmal das Noether-Theorem herleiten. Das kennen Sie aus der klassischen Mechanik sicherlich schon, aber ich werde das hier nochmal herleiten, damit wir das hier vollständig haben, weil es auch sehr wichtig ist. Das heißt, wir betrachten jetzt eine Transformation unseres physikalischen Systems und nehmen an, dass diese Transformation das System aber invariant lässt, das heißt, wir haben eine Symmetrie des Systems, und dann werden wir daraus eine Erhaltungsgröße herleiten. Und die Transformation ist eine Feldtransformation in unserem Fall. Wo die Feldvariablen Phi i an einem Punkt und x ohne weiteres bezeichnet jetzt alle vier Koordinaten Raum und Zeit, also Phi i von x wird transformiert zu einem gestrichenen Feld Phi Strich i am selben Punkt x, und dieses Phi Strich i am selben Punkt x schreiben wir als das alte Phi i von x plus eine infinitesimale Variation plus Epsilon mal einer infinitesimalen Größe, beziehungsweise Epsilon ist infinitesimal, multipliziert irgendeine Größe Phi Tilde von x. Das heißt, dieses Epsilon hier ist eine infinitesimale Konstante. Das heißt, die Transformationen, die wir hier betrachten, sind infinitesimale Transformationen, im Gegensatz zu diskreten Transformationen. Das heißt beispielsweise Raumspiegelung wäre eine diskrete Transformation, die betrachten wir hier nicht, aber Translation oder Rotation können Sie infinitesimal ausführen,
Und solche Transformationen betrachten wir hier. So, und diese Feldtransformation können wir also definieren. Und wir nehmen jetzt an, dass die Theorie unter dieser Transformation invariant ist. Und zwar konkret nehmen wir jetzt hier an, dass die Lagrange-Dichte unter der Transformation invariant ist. Das ist eine etwas stärkere Forderung als die allgemeine. Allgemein könnten Sie fordern, dass die Wirkung invariant ist. Aber wir fordern, dass sogar die Lagrange-Dichte invariant ist. Also diese Feldtransformation lasse L invariant. Und daraus folgt dann ein erhaltener Strom. Und das wollen wir jetzt mal herleiten. So, wie beweisen wir die Existenz dieses erhaltenen Stroms, indem wir den direkt konstruieren? Und die Konstruktion ist ganz einfach. Man muss nur wissen, wie man startet. Und zwar startet man so, dass man die Transformation der Lagrange-Dichte auf zwei unterschiedliche Arten ausrechnet. Einmal explizit für die gegebene Transformation und einmal allgemeingültig mit einer Rechnung, die Sie immer machen können, unabhängig von der konkreten Gestalt der Transformation. Und danach setzen wir die zwei Ergebnisse gleich und haben unseren erhaltenen Strom gefunden. Das heißt, wir machen zweimal die gleiche Transformation. L wird einmal zu L' einer gestrichenen Lagrange-Dichte und nach der expliziten Rechnung, die wir hier angenommen haben, ist die Lagrange-Dichte ja invariant, das heißt die explizite Rechnung zeigt L' gleich L. Das ist also explizite Rechnung nach der Voraussetzung. So, da können wir sonst nichts tun, aber das ist das explizite Ergebnis. Auf der anderen Seite können wir die Transformation von L aber ganz allgemein ausrechnen, in einer Rechnung, die Sie immer machen können. Allgemeine Rechnung. Die allgemeine Rechnung geht so, dass L' einfach gegeben ist durch L, in das Sie jetzt dieses gestrichene Feld einsetzen, ist gleich L von diesen gestrichenen Feldern. Und jetzt rechnen wir, denn die gestrichenen Felder haben wir ja angegeben. Das heißt, das ist gleich das Original L von den ungestrichenen Feldern plus die Variation. Und die Variation ist infinitesimal, daraus folgt, wir können diese Variation jetzt hier in erster Ordnung von Epsilon ausrechnen. Das heißt, wir haben hier eine Taylor-Entwicklung plus Epsilon mal Phi Tilde mal der Ableitung der Lagrange-Dichte nach Phi mit Index I. Das ist der eine Term. Und dann die Variation des Ableitungsarguments Epsilon mal d rho, phi tilde i, mal dl nach d rho phi i. So haben wir einfach die Variation der Argumente Taylor entwickelt. Diese Rechnung ist also immer möglich. Und was wir jetzt haben, ist zwei Ausdrücke für dieselbe Sache. Das muss gleich dem hier sein. Und daraus folgt, dieser Zusatzterm hier muss natürlich verschwinden. Aber den können wir zunächst nochmal umformen, also das ist ja das Original L. Und hier können wir jetzt umformen, und zwar haben wir Epsilon, können wir erstmal ausklammern. Und dann haben wir hier Phi tilde I mal dl nach d Phi I. Und wenn wir die Euler-Lagrange-Gleichungen einsetzen, dann ist dl nach dphi gegeben durch d rho angewendet auf dl nach d rho phi. Das ist nach Euler-Lagrange dasselbe. Und den zweiten Term schreiben wir einfach ab, mal d rho
die Tilde mal dl nach t d rho phi. So, und was haben wir jetzt? L plus Epsilon mal der eckige Klammer. Und die eckige Klammer ist jetzt eine totale Ableitung nach Produktregel. Nämlich, das ist einfach die totale Ableitung nach rho von dem Produkt phi i Tilde mal dl nach d d rho phi i. Ja. Hier nämlich haben wir den einen Term aus der Produktregel mit der Ableitung auf den zweiten Faktor. Hier haben wir die Ableitung auf den ersten Faktor. Das heißt, das ist genau die Produktregel rückwärts angewendet. Und damit haben wir jetzt die Identität nochmal. L war zuerst nach der Transformation gleich L' und das war gleich L nach Annahme. Andererseits nach der allgemeinen Rechnung geht L über in L' gleich L plus eine totale Ableitung. Wenn wir das beides gleichsetzen, folgt die eckige Klammer hier muss verschwinden, beziehungsweise d rho der eckigen Klammer muss verschwinden und das ist unsere Kontinuitätsgleichung für den erhaltenen Strom. Das heißt, das hier können wir jetzt als J rho bezeichnen und daraus folgt dann durch Gleichsetzen 0 ist gleich d rho von J rho und diese Gleichung ist eine Erhaltungsgleichung für einen Viererstrom, eine Kontinuitätsgleichung. Die Nullkomponente entspricht dann einer Ladungsdichte, die räumliche Komponente entspricht einer Stromdichte und die Gleichung sagt eben, dass die Ladungsdichte in einem oder die Ladung in einem Raumbereich sich nur dadurch ändern kann, dass Ladung in den Raumbereich hineinfließen oder aus dem Raumbereich herausfließen kann. Also die Ladung ist insgesamt erhalten. Also das ist eine Kontinuitätsgleichung. Und daraus folgt dann auch, dass Sie eine erhaltene Gesamtladung Q definieren können. Die kann man definieren als das dreidimensionale Integral über die Nullkomponente dieses erhaltenen Stroms, das also hier interpretiert als Ladungsdichte, dass das Volumenintegral über die Ladungsdichte gibt, also die Gesamtladung, und die ist erhalten. So, und zusammengenommen zeigt es eben diesen wichtigen Zusammenhang. Das heißt, die Beschreibung von Symmetrien ist ein großer Vorteil dieses kanonischen Formalismus. Und in der relativistischen Quantenfeldtheorie sind Symmetrien wichtig. Die wichtigste Symmetrie ist eben die relativistische Invarianz, Translationsinvarianz und Lorentz-Invarianz, aber in der Anwendung auf die Teilchenphysik wissen Sie, dass es natürlich noch ganz andere Symmetrien gibt, wie Eichsymmetrien, die ebenfalls wichtig sind. Und aus all diesen Gründen ist eben dieser Formalismus hier für solche Theorien extrem gut.
Ja, also jetzt sagte ich gerade, die Anwendung auf die relativistische Invarianz ist natürlich sehr wichtig. Aber in unserem Noether-Theorem haben wir gerade eine Voraussetzung gemacht, dass die Lagrange-Dichte invariant ist. Und wenn Sie jetzt versuchen, das Noether-Theorem auf relativistische Invarianz anzuwenden, dann werden Sie feststellen, dass bei einer Lorentz-Transformation und Translation die Lagrange-Dichte gar nicht invariant ist, sondern nur die Wirkung invariant ist. Das heißt, um das auf die relativistische Invarianz anzuwenden, brauchen wir eine Verallgemeinerung des Noether-Theorems. Und dafür gibt es genau das Übungsblatt. Da sollen Sie das beweisen. Ich gebe hier allerdings die wesentlichen Punkte an. Die Verallgemeinerung habe ich extra für die Übung reserviert. Wenn Sie jetzt Translationen betrachten, sagen wir mal, x μ wird zu x μ plus einer konstanten Verschiebung epsilon μ. Dann geht eben auch eine Feldstärke über in eine gestrichene Feldstärke. Und zwar ist die Feldstärke Φ' so, dass Φ' am verschobenen Punkt gleich ist mit dem Original Φ am unverschobenen Punkt. Über diese Beziehung können Sie dann Φ' an jedem beliebigen Punkt ausrechnen. Das heißt, insbesondere wenn Sie eben Φ' an einem Punkt x betrachten, dann ist das eben gleich Φ ohne Strich am Punkt x minus Epsilon. Und dann können Sie wieder eine Taylor-Entwicklung machen. Das heißt, das ist gleich Φ von x minus Epsilon μ mal der Ableitung d μ Φ von x. Und dann wäre eben das Analogon zu diesem Phi tilde, zu dieser Verschiebung von vorhin, wäre jetzt hier durchgegeben. Aber die Lagrange-Dichte ist eben nicht invariant, sondern die Lagrange-Dichte wird ebenfalls verschoben. Und das heißt, die Lagrange-Dichte wird zu L minus Epsilon μ d μ angewendet auf das gesamte L. Das ist nicht invariant, aber das Wirkungsintegral ist dann invariant, weil diese Ableitung im Wirkungsintegral wegfällt. Und dann erhalten Sie auch einen erhaltenen Strom, der aber eine andere Form hat. Und zwar für jedes μ erhalten Sie einen erhaltenen Strom. Also μ gleich 0 bedeutet, Sie erhalten einen Erhaltungsstrom, der zeitlichen Translation entspricht. Die erhaltene Größe sollte die Energie sein. Für μ gleich 1 erhalten Sie einen erhaltenen Strom, der Translationsinvarianz in x-Richtung entspricht. Die erhaltene Größe sollte dann der x-Impuls sein und so weiter. Allgemein erhalten Sie also für jedes μ einen erhaltenen Strom und die Erhaltungsgröße sollte dann letztlich sein der Vierer-Impuls der Theorie. Aber erstmal der erhaltene Strom. Der hat dann zwei Indizes, T, Rho, μ. Der erste Index entspricht eben dem Index des erhaltenen Stroms. Rho gleich 0 ist die Dichte, Rho gleich räumlich entspricht der Stromdichte und μ entspricht eben, welcher Richtung der Translationsinvarianz das Ding entspricht. Und das ist konstruiert as follows. dL nach d, d, Rho, Phi i mal d μ Phi i minus metrischer Tensor g rho μ mal der gesamten Lagrange-Dichte. Also der erste Term ist ähnlich bzw. gleich wie vorhin, aber der zweite Term kommt hinzu. Aber die Bedeutung ist eben die gleiche. Wir haben dann eine Kontinuitätsgleichung für jedes μ, nämlich d rho, t rho μ ist gleich 0 für alle μ. Das heißt, für jede Richtung der Translationsinvarianz bekommen wir einen erhaltenen Strom und wir können dann eine Erhaltungsgröße groß p μ definieren als das dreidimensionale Integral über jeweils die Nullkomponente des erhaltenen Stroms d3x. T0 μ. Ja.
Also für μ gleich 0 entspricht diese Größe der Energiedichte. Das Dreierintegral entspricht der Energie. Für μ gleich 1 entspricht das der Impulsdichte für x-Richtung Impuls. Das Integral entspricht dann dem Gesamtimpuls in x-Richtung und so weiter. Das ist also erhalten. Das heißt also, per Definition ist wieder P μ der Viererimpuls der Theorie, denn der ist ja grundsätzlich definiert als diejenige Größe, die erhalten ist aufgrund der Translationsinvarianz der Theorie. Und das ist hier eben dieses so konstruierte P μ. Und entsprechend muss dann also P0 als Spezialfall davon die Energie sein. Aber für die Energie haben wir auch eine andere Intuition, nämlich kam ja schon vor im Verlauf unserer Rechnung die Hamilton-Funktion. Und was jetzt sehr befriedigend ist, wenn Sie es ausrechnen, sehen Sie, dass automatisch dieses P0 gleich der vorher eingeführten Hamilton-Funktion ist. Und damit haben wir eine identische Bedeutung, Hamilton-Funktion und diese so konstruierte P0 als erhaltene Größe entspricht der Energie. Da liefert uns also dieser Lagrange-Formalismus zusätzliche Einsichten in die Struktur von Energie und Impuls. Und was jetzt sehr befriedigend ist, aber ich nur angebe, ist, dass man genau das Gleiche auch machen kann für zum Beispiel Drehimpuls. Da müssen Sie eben eine Erhaltungsgröße konstruieren, die der Rotationsinvarianz entspricht und dann bekommen Sie einen exakten Ausdruck für den Drehimpulsoperator Ihrer Feldtheorie. So analog lässt sich Drehimpuls oder auch Boosts definieren.